Azrael! I summon you. Azrael! Gabriel, give me life. Soll man diesen Scheißkampf schaffen? Wirklich jetzt? Ja, er ist da down. Setz einfach ganz in Ruhe einmal hochheilen. Nein, haha. Ich habe genug Labs, die bekommen vom anderen Typen. Der Typ ist ja gar nicht schwer. Oh nein. Also nicht so viel, jetzt nur aufpassen. Wenn wir eins ausweichen, geht das sogar. Nein! Nein, okay. Da habt ihr einen weiteren Versuch von meinen 20 Versuchen jetzt gesehen gehabt. Und es ist jetzt schon leichter geworden, wie ihr merkt. Ich habe ihm die stärkste Waffe, also Angelus gegeben und es macht es auf jeden Fall leichter. Nein. Egal. Man braucht ein bisschen Glück und halt ein bisschen Übung, und wie ihr seht, mit mehr Magic Output ist auf jeden Fall. Oh Mann. Okay, das war kein guter Versuch. Es ist auf jeden Fall machbar. Nein. Ja, einer ist besiegt. Nice für dich. Okay, jetzt ist er besiegt. Jetzt kriegt er ein bisschen Leben dazu. Nein. Hörst du bitte auf damit? Der Typ nervt mich gerade ein bisschen. So. So. Nein, ich wollte nicht diesen Scan setzen. Ah, ich bin tot. Es ist sehr, 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 sehr deprimierend, wie lange ich an diesem einen Kampf hier gerade schon saß. Und ja. Ich denke nur, dass ich die meisten Kämpfe eh rausgeschnitten habe zu diesem Zeitpunkt.
Nein, ich will nicht, dass du das hast. Genau, das sollst du machen. Danke. Jetzt. Das, diese Zeichnung kommt so richtig wieder. Ja? Noch einmal? Nein, nicht diesen Skill. Hör auf mit diesem Kack-Skill. Ergo, bitte. Okay, einen habe ich. Okay, wenn er das macht, muss ich so springen. Und dann muss ich... So, fette Combo. Ah, das war falsch von mir. Okay. Es geht. Diesmal schaffen wir es. Er ist besiegt. Wir haben es letzten Endes geschafft. Hey, ich hab gesagt, nein. Tschüss. So. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anima Gate of Memories. Ich habe keine Ahnung, vielleicht steige ich ein paar Versuche von mir rein und wir können endlich weitermachen. Ah. Ich muss wieder zurück ausrüsten. Und du kriegst wieder deine andere Waffe. War das, was war denn das nochmal für eine? Dark Omen war es, glaube ich. Ja, schade, er kann die Waffe leider nicht behalten. Müssen mal gucken. Ich habe halt Angst, dass wir halt so aufgeteilt werden, dass ich vielleicht mit ihr kämpfen kann. Das hatten wir ja schon ein paar Mal in wichtigen Situationen, dass irgendwie er nicht wirklich was machen kann. Wie wir sehen, es ist echt eine sau schwache Magieangriffsattacke, also Waffe, die er hat. Deswegen hatten wir auch so Probleme. Deswegen haben wir plötzlich auch mit unserem Dark Boom plötzlich doppelten Schaden gemacht, als ich eine andere Waffe ausgerüstet hatte. So, jetzt können wir weitergehen. Und schauen mal, was wir jetzt da oben so Neues halten. Ist hier irgendwo noch was versteckt? Kann gut sein. Aha. Wohin gucken wir gerade? Da, wo wir eh lang wollten. Ist aber schade. Ich dachte, dass hier irgendwo noch... Bestimmt ist irgendwo was versteckt und ich habe noch nicht richtig geguckt. Das kann ich mir gut vorstellen. Obwohl, es ist ja alles eh manchmal. Ach, da. Es ist nur ganz hell. Ja, nun, wie kommen wir da hin am besten? Von da, okay. Also wird wahrscheinlich wirklich in jedem Raum was sein. Aber ich habe in irgendeinem Raum schon was vergessen. Fast. Oder ist da hinten der niedriger einer? Kann gut sein, dass der da vielleicht niedriger ist. So, das sind wir auf jeden Fall oben drauf. Und wir müssen da hinten irgendwo hin. Ach, gut. Ja, wenn wir darauf kommen, kommen wir wahrscheinlich nicht mehr darauf, ne? War so ein ganz doofer Sprung von mir. Ach ja, aber ein bisschen Beruhigung jetzt. Diesen schlimmen Kämpfen ist mal okay, denke ich. Komme ich doch niemals rüber, oder? So, ich muss woanders hoch auf jeden Fall, wie es aussieht. Ich glaube, die sind höher als die anderen. Ist hier irgendwas zusammengestürzt, wo man drauf könnte? Nö, ist nur ein bisschen Geld. Vor allem habe ich gehört, dass Angelus nur die zweitstärkste Waffe sein soll. Keine Ahnung, wo man die stärkste herbekommt. Ich muss da hoch, oder? So viel Möglichkeit habe ich ja leider nicht. Wenn wir das schon von da aus versuchen. Da komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Da komme ich hoch. Darüber werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Ja, so ganz knapp. Die Frage, kommen wir da rüber? Nein. Das ist schwierig. Wie kommt man denn da hinten hin? Gucken wir uns mal die Umgebung an. Also. So, um von hier hoch zu springen. Eigentlich müssten wir von
dieser Seite hier kommen. Also von hier, aber da ist ja zu hoch. Von hier vielleicht? Hier können wir einfach hoch. Ah, okay. Verstanden. Und unser... Also wohin müssen wir sie eigentlich? Ach, da hinten versteckt sich hinter einer Säule. Oh, ich bin schon wieder mit dem Controller schon wieder über den Tisch gerutscht. Ich versuche es ja mal unter dem Tisch eigentlich zu benutzen. Hypnos, eine Waffe. Hypnos. Eine Mana-Waffe. Huch. Ja, aber die ist nicht gut genug. Jetzt haben wir schon zwei bessere Waffen mit ihr. So, und dann gehen wir einfach jetzt weiter. Falls ich irgendwo was vergessen habe, so tut es mir leid. Auf jeden Fall, in einem Raum war ja nichts aus meiner Sicht und in diesem Raum wird wahrscheinlich irgendwas versteckt sein. Ich hoffe außerdem, ich weiterhin doof sind wie gerade, dass der Sound nicht mehr stimmt, weil ich einfach alles neu gestartet habe. Zwischendurch, weil das sehr lang gedauert hat hier. War da unten was? Nö, hat nur so ausgesehen. So. Nicht da. So, bin ich mal gespannt, was im nächsten Raum für eine Rule auf uns wartet. Bina. Auf jeden Fall sehen wir gleich schon, was ein Objekt hier für uns bereit liegt. Ich habe nicht mehr so viele Heilpotions. Ich sollte mich also nach dieser Aufnahme vielleicht mal einmal rausbegeben und vielleicht ein bisschen einkaufen gehen. Haben wir gerade echt kein Geld bekommen für diese Phase? War wahrscheinlich nur Heilung vielleicht? Oh, okay, also ich fange jetzt so an, wie ich immer jetzt gerne anfange. Also jetzt, seit ich viele Buffs habe. Nein, das wollte ich nicht. So, was ist unsere Challenge? Absolut defeat all the enemies? Hä? Was ist denn für eine Rule? Hä? Ja, ich muss doch eh alle Gegner besiegen. Ist es so wie ein ganz langer Kampf? Komm schon. So, nein. Der Resistenz gegen Martin, wie ich gerade sehe. Tschüss. Geht's weiter. Okay, jetzt kommen ganz, ganz viele Gegner. Okay. Muss erst einmal die Fernkämpfer machen, würde ich fast sagen. Also sie machen mir auf jeden Fall am meisten Sorgen. Huch, weiß nicht. Oh. Oh, das ist ein starker runtergekommen. Das ist einfach mal ein stärkerer. Ja. Da nicht mehr Fernkämpfer kommen, geht das so, oder? Die hätten sogar. Da kommen die nächsten Fernkämpfer, das ist natürlich doof jetzt. Okay, ein bisschen Abstand machen, aufbauen. So, oh, der lebt noch. Okay. Okay, das war das gerade ein Kampfstil von mir, richtig schlecht. Das hat gut was gebracht. Okay, das war aber auch zu viel Energie. Wechseln wir wieder zu ihr. Das können auf jeden Fall nicht alle blocken. Noch mehr Gegner. Das ist eine absolute Rule, alle Gegner zu besiegen. Das ist doch allgemein in jedem Kampf so. Ich muss wechseln. Kleines Potion reinziehen. Wir wissen ja schon, dass diesen kleinen Wirt wahrscheinlich wieder ein großer kommt, der uns richtig fertig machen wird. So, der muss auf jeden Fall weg. Okay,
Okay. Oh, nö. Weg mit dir. So, nächster Archer ist weg. Es könnte sein, dass danach der vielleicht der letzte Gegner schon kommt. Ich habe gerade noch mal Gegner spawnen hören, also kommt jetzt noch nicht die letzte Wave. So. Archer weg. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt noch so einer neu. Okay. Ja. Also Ergos Angriff ist ganz gut, wenn wir keinen Gegner Fernkämpfer da sind. So, und weiter. Ärger wäre natürlich sehr viel stärker, wenn wir auf ihm Angelus haben würden. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier so rumlaufen. Um uns beide ein bisschen hoch zu powern nochmal. So, was kommt jetzt noch? Ah, die kennen wir, die kenne ich ja noch. Oh nein. Was soll man da machen? Achso, ich bin nicht verwirrt, wenn ich einfach in letzter Sekunde Ausweich mache. Nein, ich verdrücke jetzt. Ist gerade nicht guter Zeitpunkt dafür. So, wir haben ihn. Das war im Vergleich zum vorherigen Kampf einfach. Wir haben einen Potion, glaube ich, gebraucht. Und verdrückt. Wenn man so viel Buffs hat, dann ist es sehr gefährlich, weil man sich extrem verdrücken kann. Was haben wir denn jetzt noch so auf der Map vor uns? Die Brücke scheint abgetrennt zu sein nach oben links. Das könnte da vielleicht noch ein Objekt wieder nicht liegen. Wir hatten den Raum schon was. Aber stimmt das, dass die Brücke da hinten kaputt ist? Nö. War einfach nur nicht ganz erkundet. Hä? Aber da steht, das ist da kein Tor. Hä? Ich habe gerade Angst, dass da was ist. Bei der auf der kleinen Map ist halt ein Torsymbol. Und auf der großen Map ist da nichts. Also es könnte da vielleicht, dass da schon der letzte Gegner ist. Vielleicht. Sollte für heute aber erstmal wieder genug sein. Ich habe mich jetzt lang genug bei den Typen da im Raum rumgeschlagen gehabt. Die Folge sollte auch lang genug sein, weil ich ja auch noch ein paar Fails mit reinschalte. Lange nicht alle Fails, aber ein paar. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat dir gefallen. Schaut nächstes Mal wieder ein. Das heißt, Let's Play Anima Gate of Memories, wenn wir vielleicht alle restlichen Rätsel hier lösen werden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.